der dort spielt. Ey, ich wüsste direkt, was ich... So, wir haben hier jetzt jemanden rausgesucht. DM ist jetzt vorbei, zumindest Vorrunden. Leider sind wir hier mit der Bremer Fraktion nicht ganz so weit gekommen, aber... Ich habe da jemanden rausgesucht. Wir haben hier ein Deck-Profile von einem richtig coolen Deck, wo ich letzte Runde gegen gespielt habe. Und zwar ging es um das schöne Drachenthema. Wer hätte es gedacht? Dragunity war das Ganze. Stell dich mal einmal vor für die Leute, so, die dich vielleicht kennen und jetzt sagen, oh, den kenne ich. Ja, ich bin Pascal, komme aus Duisburg. Ja, kann man nichts machen, ne? Wegziehen. Ja, komm ja. Okay, was hast du gespielt? Dragunity Assault. Dragunity Assault, ja, habe ich gemerkt. Wie bist du... Bla, bla, bla. Wie bist du gegangen am Ende? Insgesamt 6-4. Immer diese scheiß aus. Ey, Ruhe da. 6-4. Ja. Und ja, zeig uns mal dein Deck am besten. Ja, erstmal drei Dukes. Okay. Drei Legionäre. Natürlich auch drei Phalanx. Drei Angriffsungeheuer. Oha. Zwei Eklis. Zwei Stardust Assault. Ein Sephiroth. Ein Morphing Jar. Morphing Jar. Ja. Kam auch. Why the fuck Morphing Jar? Einfach gut. Du verballerst ja auch öfters mal deine Handkarte. Okay. Mit MJ einfach nachziehen. Okay, frech. Ja, sowieso. Okay. So sind 12, 14, 16, 17, 18 Monster. Ja. Okay. Reicht auch voll und ganz. Ja. Machen wir weiter hier. Natürlich. So. Drei MSTs. Drei MSTs. Gegen halt teuflische Ketten, sonst irgendwas. Ja, klar. Drei Karte bis Einkrankt. Okay. Natürlich der Drachenschlucht. Weißt du, drei Landform. Mhm. Deswegen hattest du die auch immer. Ja, ja. Man will ja schnell alles auf die Hand. Ja, natürlich. Ja, dann. Reborn. Ja, und die Staples halt. Ja, ja, nur kein Hole. Okay. Auch kein Mifo oder sonst irgendwas. Ah, okay. Also finde ich es total überflüssig wegen Actus. Mhm. Okay. Schießt du die Monster auch so? Ja. Okay. Dann fallen halt Doppel-BTR. Mhm. Drei Prisons. Zwei Assault-Mode aktivieren. Okay. Zwei Angriffsmonster. Ja, das sind jetzt so Fragen, die sich mir so aufdrängen. Warum drei Assault Beast auf zwei Angriffsmonster aktivieren? Ich habe es ja selber mal gespielt. Ich habe immer gedacht, 2-2 reicht und ist fast schon zu viel. Ja, ansonsten, entweder suchst du die halt, dass du Angriffsmodus aktivieren, ansonsten hat man immer noch einen 1-9er Beatstick. Okay. Also ist immer wieder gut. Ja. Reicht ja. Aber dann hast du wenigstens eine andere Option, brauchst du auch noch statt mit Legionär oder Dux. Okay. Ja, zeig uns doch mal irgendwie dein Extra und dein Side so vor allen Dingen und dann gegen was du heute so gespielt hast komplett. Das interessiert mich. Heute und gestern vor allem. Ja. So, machen wir einmal hier zusammen. Ja, im Hintergrund wird hier wieder ganz viel rumgerufen hier. Einmal kurz. Sind auch ganz viele Leute da, ja, wie ihr seht. Letzte Vorrunde läuft halt noch. So hier, Seiten. Okay. Ja. Zwei Schatten als blaue Spiegel. Ja. Zwei gesenkte Lichter. Okay. Zwei Eisenmauern. Zwei Kettenzerstörungen. Mhm. Zwei Kettenzerstörung. Genau. Chain Destruction, wer die noch kennt. Boah. Das Ding macht jetzt große Augen. Das Ding kenne ich aus Zeiten, wo man drei Phönix gespielt hat. So hier Phönix, oh scheiße. Ja. Weil das einfach der Riesen-Fail war. Ja, so, okay. An sich gar nicht schlecht. Wogegen? Mit Sektor zum Beispiel. Einfach ab auf eine Libelle, Centipede, gleich viel weniger Optionen zum Suchen. Viel weniger gute Sachen. Ansonsten Dino Rabbit, sofort die Vanillas alle weghauen. Krass. Also. Okay. Irre Idee. Okay, dann ja. Zwei Wangu. Ja, zwei Mangus. Ja. Zwei Chain Disappearance, okay. Natürlich drei Drachen von Quark in meinem Ruf. Okay. Dann erzähl doch mal, was hast du gegen was so geboardet, was du dir so gedacht hast, weil Bonbonlicht sieht man auch nicht mehr so oft. Also definitiv gegen den Sektor. Die First Hand draußen, könntest du erstmal nichts mehr machen. Ja. Genauso natürlich Schatten entsperrende. Okay. Ja, Eisenmauern. Mhm. Ja. Makro oder sowas. Mangus. So, du hast in der letzten Runde gegen mich gespielt. Was hast du denn gegen mich geboardet? Außer die Quarkimero Dragos, die ich gesehen habe. Ja. Und die Chain Dis. Sonst okay. Du hast auch Quarkimero Drago geboardet, glaube ich. Ja, das ja. Stück. Okay. Ah, okay. So, einmal gehen wir mal zum Extra-Board rüber. Ist ja auch immer ganz interessant so. Du hast eigentlich unendlich Platz und eigentlich dann doch nicht. Ja, das ist immer sehr Das ist gerade im Dragunity ganz lustig. Eigentlich hast du zu viel Platz, aber irgendwie auch nicht. Ja, das ist es. Auf jeden Fall Hyper Liberian. Ja. Katastro. Mhm. Ja, Bionak, sowieso.
Super Rare. Ja. Ja, klar. Ist egal, kann der gleiche. Nein. Super Rare schickt nur eine auf die Hand zurück. Secret 2. Du musst aber zwei abschmeißen. Nein, zwei eben eine. Nicht. Ja, drei Varianas. Okay. Ja, Pflicht, muss man ja. Nicht viel zu sagen. Eine Requisas. Okay. Kam der gut? Ja, geht gar nicht schlecht. Ja, unterschätzen ja viele. Er greift halt an, dann ist es gleich 2-4 und nächste Runde 2-7. Ja, aber wenn dann irgendwie ein Repowder so liegt, ja, klar. Damage. Mhm. Alle Teilnehmer, die sich für genau, gegen den du Damage, vergiss das Ding. Ja, klar. Ein geiler Berg. Ja, sowieso. Geiler Eröffnungszug. Geiler Eröffnungszug, habe ich gemerkt. Ja, wenn man keine Soulmode rauskriegt, ja. Immer noch gute Option. Dann doppelt Stardust natürlich. Okay, nur zwei? Ja, nur zwei. Okay. Doppel-Scrapling. Okay. Ein Kolo. Geil. Sowieso. Swordwooler ein. Oh, ich liebe diese Karte. Ja, und ein schwarz geflügelter Drache. Chainburn! Richtig. Chainburn! Geht schwer mir, Chainburner! Hier, Chainburn-Spieler, weint. Guckt euch den an, wickelt den. Fangt an zu weinen. So. Haben wir sogar mal den Arf gerettet. Gegen Chainburn? Ja, Lava-Golem. Am Lava-Golem auf Feld, einfach ausgespielt. Ja, danke. Angriff. Ja, nicht schlecht. Okay, dann erzähl mal, gegen was du so gestern und heute so überhaupt gespielt hast, wie das Deck so lief. Ja, an sich lief das recht überraschend gut, finde ich, muss ich sagen. Okay. Ich vorher auf den Turnieren immer recht schlecht gelaufen bin. Ah, okay. Ja. Aber gestern erstmal 3-0. Ja. Dann 3-1. 4-1, 4-2. 4-1 stand es damit, krass. Also, ja. Okay. Das war schon gut. Ich habe halt nur ein sehr schlechtes Matchup gegen Dark World. Ja, ja, okay. Smog, Skill Drains. Ja. Ist halt sehr schlecht. Aber ansonsten, Insektor, kein Problem. Mhm. Gegen was hast du denn so verloren jetzt bei den vier Matches überhaupt? Also, einmal war halt ich am Ende und. Ja, du am Ende mit deinem Priesterlichen. Ja. Dino Rabbit mit Necro Valley. Ja, okay, das ist natürlich hart. Hier läuft Dino Rabbit mit Necro Valley rum, ja? Also ja, auf jeden Fall echt. Sehr hart. Okay. Gegen Dark World. Ja. Und dann gegen einen Chaos Wing. Okay. Monster Math. Halt 40 Monster rein durch. Boah. Wo ich dann noch Pech hatte und der knapp 15 Fallen reingebordet hat. Ja, natürlich. Also. Okay, das ist natürlich das dann auch ziemlich schlecht. Ja, gegen keine Countdown habe ich gespielt, 2-0 gewonnen. Wie kommt's? Ja, Assault Mode, du negierst alles. Ja, zweite Runde war knapp, Counter auf 19 schon. Ja. Ich konnte den auch zum Glück fehlen, weil der zette Drache vor Quark im Eifel draußen. Ja, Fader, Gods auf der Hand. Okay. Kann ja ist halt vorbei dann. Ja, war dann halt. Ja, der Gods sowieso verkackt. Ja, okay. Sektor geklatscht. Chaos Wagon habe ich auch eins locker fertig gemacht. Okay. Also, wird eigentlich so kein Problem. Okay. Sag mal, sieht man dich irgendwo demnächst mal mit Tragunity rumlaufen? Bleibst du so bei dem Deck, oder? Ja, ich bleib definitiv erstmal bei, aber ob man mit dem wird, ist so eine Sache. Ach, du musst nach Mailand. Klare Sache. Nee, das geht leider nicht. Ja, was? Nein, hier, Mailand. Nee, sofort. Geht nicht. Ich werde den Monat Vater, deswegen. Was? Ja, ja. Wo? Wie? Ja. Da? Was? Ja, und auch noch zu dem Zeitpunkt, wo du hier ist. Boah. Ja, da musst du Prioritäten setzen. Auf nach Mailand. Stimmt. Auf nach Mailand, Yu-Gi-Oh! Nee. Nein, also dann gratuliere ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal, danke. Weil dann werde ich es nicht machen. Steck dir die Gratulation am besten in eine Tüte und dann machst du sie dann auf. So, Buddy! Ja, aber ich danke dir auf jeden Fall für das Deck-Profile. Es ist ein sehr cooles Deck. Ansonsten hoffe ich, hat euch gefallen. Spammt in die Comments. Ich werde dafür sorgen, dass der sich das auch anguckt hier. Ja, dass er dann mit euch kommentieren kann. Da ist der Channel, den kennt ihr wahrscheinlich und ja, ich werde mal gucken, ob ich noch ein bisschen was finde. Also, bis denn dann und danke fürs Gucken.